So, ich begrüße euch zu meinem nächsten Video. Ich mache heute einen Brandteig, aus dem ich später dann einmal Brandteigkrapferl bzw. Windbeutel mache und einmal eine Suppeneinlage, die auch aus demselben Teig gemacht wird. Dazu benötigen wir 250 Milliliter Wasser. Ihr könnt natürlich genauso gut Milch dafür nehmen. Ich nehme es jetzt mal mit Wasser, weil ich eben auch eine Suppeneinlage draus mache. Eine Prise Salz und 125 Gramm Butter. Die geben wir einfach mal hinein. Dann werden wir das Ganze aufkochen. Also erst einmal die Butter natürlich zergehen lassen, aufkochen und anschließend rühren wir 200 Gramm Mehl darunter. Ich habe das Mehl schon gesiebt. Ich finde das immer recht wichtig, wenn man so etwas macht, dass man eben das Mehl davor siebt, um eben weniger Bröckchen zu enthalten oder generell zu schauen, ob vielleicht irgendetwas im Mehl drin ist, was man nicht haben will. Kann ja mal gut so vorkommen. Also wie gesagt, wir kochen jetzt das Wasser auf und lassen die Butter zergehen und dann geben wir das Mehl hinzu und daraus entsteht dann der Brandteig. Diesen solltet ihr anschließend, wenn der eben fertig ist, in eine Schüssel geben und kühl stellen. So, ja, ich sage mal, handwarm sollte anschließend sein oder auch ganz kalt, ist dann egal. Also, ihr könnt ihn auch über Nacht in den Kühlschrank stellen. Und auf die Menge gesehen brauchen wir dazu dann später 5 Eier, die wir einzeln in den Teig einrühren. Die Masse wird dann, ja. Hat. Die Masse wird anschließend eben durch die Eier ein bisschen flüssiger wieder. Die sind nicht mehr so fest. So, das Ganze kocht jetzt auch. Ich drehe jetzt ein bisschen zurück. So, jetzt geben wir das Mehl hinzu und dann rühren wir das Ganze, so dass wir so wenig wie möglich im Bröckchen bekommen. Das Ganze wird jetzt einfach so lange gerührt, oder? Bis sich die Masse eben zusammengibt. Das ist jetzt so. Und unten wird der Boden jetzt belegt sich weiß. Und das ist eigentlich schon das Zeichen dafür, dass die Masse für den späteren Brandteig dann eben fertig ist. Also das ist eben dann schon so gut wie fertig. Also jetzt, man soll das nicht braun werden lassen, irgendwas, sondern wirklich nur den weißen Belag unten am Boden. Und jetzt kann man schon, hoppla, weggeben. Und so stelle ich es dann in den Kühlschrank. Vorher schon erwähnt, gebe ich die Masse eben in eine Schüssel und bedecke sie mit einer Frischhaltefolie. Die Frischhaltefolie ist aus diesem Grund, dass wenn fremde Gerüche oder Geschmäcke im Kühlschrank sind, so wie es normal ist, dass dies nicht in den Teig eingeht und da den Geschmack annimmt, sondern dass der wirklich für sich selbst bleibt, also dass der keinen fremden Geruch annimmt. Und ja, wie gesagt, ich kühle ihn jetzt ab im Kühlschrank, so ungefähr, dass er handwarm ist. Ihr könnt ihn aber auch ruhig über Nacht stehen lassen. Das ist nicht so wirklich schlimm, also man kann ihn genauso gut verarbeiten. In die Masse arbeiten wir dann 5 Eier ein, jeweils einzeln, und geben sie anschließend in einen Spritzer. Spritzen sie aufs Blech und backen sie dann goldbraun im Ofen. Also aus dieser Masse kann man eben entweder die Windbeutel oder Brandteigkrapfen machen, die man füllt. Fülle zeige ich dann später eine, die ich dazu mache, oder eben für eine Suppeneinlage, die ich natürlich bei diesem Video auch zeige. Es tut mir beim vorherigen Video, also beim vorherigen Abschnitt leid, mir ist die Kamera ein bisschen verrutscht, ich habe es gesehen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Bin noch ein bisschen ein Anfänger, aber es wird nicht mehr so oft passieren. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Schritt. So, beginnen wir mit der Fülle für die Brandteigkrapfen. Ich mache ein sogenanntes, also in meinen Augen, Milchkaramell. Ich werde jetzt zuerst Zucker schmelzen und karamellisieren, also sprich, ich mache ihn goldbraun, lösche ihn dann mit 1 Liter Milch ab, gebe ein bisschen Vanillezucker hinzu, einen guten Esslöffel und lasse das Ganze einkochen, bis es dickflüssig wird. Und werde dies genauso kalt stellen,
Dieses am besten über Nacht kalt stellen, dass es wirklich kalt ist und dann mit Sahne, also ich schlage dann Sahne auf und hebe die Masse dann ein bisschen unter, damit ich die Brandekrapfen mit dieser Masse eben füllen kann. Gut, beginnen wir. Ich mache jetzt eben Karamell. Das heißt, ich schmelze den Zucker in einem Topf. Also ich habe jetzt einen relativ großen Topf genommen, einfach aus diesem Grund, weil Milch sehr stark aufkocht. Ich meine, man wird es eh sehen beim Video. Ich werde das Einkochen von der Milch in Zeitraffer dann zeigen. Also sprich, ich lasse die Kamera einfach laufen und bleibe dabei stehen und werde immer wieder umrühren, was bei dieser Variante auch sehr wichtig ist, da die Milch sonst anbrennt. Und ihr werdet dann sehen später in dem Video, es gibt einen gewissen Zeitpunkt, da wird die Milch nicht mehr so extrem aufkochen. Dafür wird sie eindicken und ab diesem Zeitpunkt ist es sehr wichtig, ständig zu rühren, dass sich sonst unten alles anliegt und anbrennt. Und sobald die Milch anbrennt, ist das Gericht so, also der Teil vom Gericht eigentlich neu zu machen, da das einfach den kompletten verbrannten Geschmack annimmt. Also wie gesagt, also am besten dabei stehen bleiben und immer wieder umrühren. Ist auch am Anfang hilfreich, da die Milch wirklich sehr stark hochkocht. So, jetzt schauen wir mal, bis das Ganze anfängt zu karamellisieren. So, Kamerafehler hoffentlich passiert mir da diesmal nicht. Müsste passen. So, jetzt fängt schon langsam an, dass der Zucker eben schmilzt. Genau, im Topf sind jetzt, weil ich es vergessen habe, es sind 20 Gramm Zucker auf den Liter Milch. Das reicht. Also bei Milch selber eh den sogenannten Milchzucker hat. Sprich, das wird eh sehr süß. Also für jeden, der Süßes mag, für den ist dieses Gericht auf alle Fälle etwas. Den Zucker natürlich nicht verbrennen lassen, das wäre auch nicht so gut. Jetzt sieht man schon, hoffentlich sieht man es gut, das ist jetzt schon schön goldbraun. Und ab jetzt gebe ich die Milch hinzu. Und das ist mein Esslöffel Vanillezucker, den gebe ich auch hinzu rein für den Geschmack ein bisschen. Die Milch ist ganz normale Milch mit 3,5% Fett. Ja. Man merkt jetzt, also man hört es auch, unten klebt das Karamell noch ein bisschen, ist es nicht schlimm, das löst sich eh mit der Milch dann selbst. Und jetzt warten wir ab, bis ihm das eingekocht ist. Gut.
haben wir aus 1 Liter Milch mit 20 Gramm Zucker. Das sind jetzt ein bisschen mehr, oder sind fast 300 Milliliter geworden. Wie gesagt, das stelle ich jetzt kalt. Und wenn ich die Sahne aufgeschlagen habe, also am nächsten Tag, dass es wirklich kalt ist, hebe ich die Masse unter und tue sie dann anschließend in den Spritzsack und fülle damit dann die Brandteigkrapfen. Dann geht es weiter im Anschluss mit den Brandteigkrapfen. So, dann machen wir weiter mit den Brandteigkrapfen. Wie gesagt, wir nehmen jetzt für die Masse 5 Eier. Wir schlagen sie einzeln in die Masse. Ich nehme ein Handrührgerät. Ihr könnt genauso gut natürlich eine Küchenmaschine nehmen. Ich rede jetzt mal so. Ich vermische jetzt immer die Masse mit dem Ei. Und wenn das Ei dann vermengt ist, dann gebe ich immer wieder einzeln zu, jedes Ei einfach einzeln unterheben. So, noch das letzte Ei. So, die Masse ist jetzt fertig. Wie am Anfang vom Video schon gesagt, wenn ich mich nicht irre, ich mache aus der Masse zwei verschiedene Sachen. Einmal die Brandteigkrapfen für etwas Süßes und einmal eine Suppeneinlage. Als Suppeneinlage mache ich das Ganze ein bisschen kleiner. Da habe ich so den kleinen Aufsatz von der Sternhülle und für die normalen großen nehme ich immer eine große. Ich verwende einmal zum Aufspritzen, weiß nicht, wie man das nennen soll, keine Ahnung,
Fällt mir jetzt ein. Und einmal einen Spritzer ganz normal zum Aufdressieren. Also, ich fülle jetzt das Förmchen und mache ein Blech voll. Lass zwischen den Brandteigkrapfen genug Abstand, denn die gehen sehr gut im Ofen auf. Und darum müsst ihr auch für die Suppeneinlagen darauf achten, die etwas kleiner zu spitzen, dass sie wirklich gut aufgehen. Okay, ich habe den Ofen bereits auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und die Brandteigkrapfen brauchen in etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Schaut einfach nach einer Viertelstunde nach, also ob sie schon schön goldbraun sind, dann sind sie fertig und sonst lasst ihr noch ein paar Minuten drin. Aber für normal reicht eine Viertelstunde ungefähr. Okay, ich werde jetzt das füllen und beim Aufspritzen sehen wir uns dann wieder. So, ihr belegt ein Backblech ganz normal mit Backpapier und beginnt. Jetzt muss ich schauen, was man sieht. Beginnt. Hier schön aufzuspritzen. Also wirklich schön im. Ja, wenn ich es drin. Da jetzt. Beginnt schön kreisförmig einfach zu spritzen. Probier's nochmal. Das ist ein bisschen. Hier hinbekomme. Also wirklich genug Abstand dazwischen lassen. Und dann schön aufspritzen. Und ja, also ich mache das Blech dann fertig. Und dann zeige ich euch es wieder. So, ich habe das Blech jetzt fertig aufgespritzt. Also wie ihr sehen könnt, sind 12 Stück. Sollte reichen. Also im Normalfall bekommt ihr aus der Masse nochmals gut so ein Blech heraus. Aber aus der anderen Hälfte mache ich eben die Suppeneinlage. Gut, ich gebe die jetzt ungefähr eine Viertelstunde in den Ofen und zeige sie euch dann wieder, wenn sie fertig sind. So, nachdem ich jetzt die andere Hälfte schon im Ofen habe und die Hälfte mache ich ja zur Suppeneinlage. Ich mache für eine Kartoffelsuppe die Einlage. Die Kartoffelsuppe seht ihr dann später im Kanal. Ich werde die dann auch machen und natürlich ein Video online stellen. Und zwecks der Kartoffelsuppe, die ich mache, ich werde da jetzt Oregano und Majoran dazugeben, da ich finde, dass das eigentlich sehr gut zu den Kartoffeln passt. Und ja, also ich habe die getrocknet einfach, den Oregano und den Majoran, geben immer ein bisschen etwas in die Hand, zerreibt ihn ein bisschen. Genau dasselbe wie beim Majoran. Zerreibt ihn auch, gib ihn in die Masse. Dann arbeite ich das Ganze einfach nochmal ein. Warum gleich mit der Teigkarte? Weil ich die Teigkarte dann verwende, um den Spritzer zu füllen. Ich habe den Spritzer schon vorbereitet. Ich stülpe mir immer über ein Glas, da es so am einfachsten zum Füllen ist. Wenn man nicht gerade zu zweit irgendwo ist oder was, dann ist das die einfachste Lösung. Also ich habe das jetzt einfach vermischt, sodass das einfach gut verteilt ist. Und jetzt könnt ihr damit einfach, also meinen Spritzer vorbereitet habe, über ein Glas gestülpt, da man ihn so am einfachsten füllen kann. Und darum kann ich die Masse gleich nehmen und ihn anschließend gleich in den Spritzer reinfüllen. Hier kann ich eben gleich die ganze Masse füllen. Dann ziehe ich ihn hoch. Und dann ist er auch schon gefüllt. Dann brauche ich die Masse nur noch nach unten drücken und dann kann ich für die Suppeneinlage hochdressieren. Ich wasche mir kurz die Finger und dann sehen wir uns gleich wieder. Also für die Suppeneinlage eher kleinere Spritzen, darum auch die kleinere Tülle. Das heißt also, jetzt halte ich mal die Kamera ein bisschen, kann nur mit einer Hand.
Also wirklich ganz kleine Spritzen. Da gehen jetzt einige raus, aber man tut normal eh mehr wie nur eine rein. Also ihr könnt ja auch noch kleiner machen. Das reicht für normal auch. Ich mache das Blech dann kurz fertig und dann zeige ich euch es wieder. Die brauchen natürlich jetzt dann nicht so lange im Ofen. Die brauchen sicher nur zwischen 8 und 10 Minuten höchstens. Also das schaue ich mir an, wieder bei 180 Grad. Und dann gebe ich euch Bescheid. Bis gleich. So, ich habe das Blech jetzt fertig gespritzt. Ich habe immer noch ein bisschen Masse übrig. Die mache ich natürlich dann auch noch. Ja, ich werde sie jetzt dann auch bei 180 Grad in den Ofen geben. Und ich zeige sie euch dann natürlich wieder, wenn sie fertig sind. Jetzt gleich im Anschluss mache ich gleich weiter mit der Fülle für die süßen Brandeckrapfen. So, wie eben vorhin erwähnt, wir machen jetzt die Fülle. Ich habe von gestern eben das Milchkaramell. Das ist genau ein Becher Sahne und wir brauchen einmal einen Sahnesteif. Also wir schlagen die Sahne auf. Ich schlage sie jetzt mit der Hand auf. Die soll wirklich gut gekühlt sein, dass sich so die Sahne am besten schlagen lässt. Ja. Aufpassen, dass man die Sahne nicht überschlägt. Wenn man Sahne überschlägt, wird sie zu Butter. Genau. Ihr könnt sie natürlich genauso gut mit der Küchenmaschine aufschlagen. Ich mache das Ganze jetzt kurz mit Hand. Sobald die Masse fertig ist und der Sahnesteif darin ist, gebe ich es wieder in den Kühlschrank und später fülle ich es wieder in eine Spritzform, um damit dann die Brandeckrapfen zu füllen. So, ich gebe jetzt das Sahnesteif hinzu. Eine Packung. Und in die Masse gebe ich ungefähr die Hälfte, ja, ungefähr die Hälfte von dem Milchkaramell. Das rühren wir jetzt einfach nur ein. Also ich mache das jetzt wegen, also die Sahne habe ich eben aus dem Grund geschlagen, weil die Süße ein bisschen genommen wird. Es ist nicht mehr so extrem süß. Es sieht auch gleich ein bisschen schöner aus, es lässt sich leichter spritzen. Ja. Aus der anderen Hälfte vom Milchkaramell mache ich später dann eine Weihnachtsmilch. Da gibt es auch noch ein Video, da brauche ich auch einen Teil dafür. Und wenn ihr gerne Waffeln esst, beziehungsweise Pancakes, wenn ihr das Milchkaramell untermischt, wenn ihr eben Sahne aufkocht und das Milchkaramell eingibt, dann könnt ihr eine super Soße eben für Pancakes oder Waffeln draus machen. Okay, die Masse ist jetzt soweit fertig. Ich gebe sie in den Kühlschrank, bis ich sie eben weiterverwenden kann. So, meine Brandteigkrapfen sind fertig. Ich lasse sie jetzt abkühlen und dann kann man sie auch schon füllen. So, meine Suppeneinlage ist jetzt auch fertig. Die waren jetzt circa 8, also gute 8 Minuten und jetzt bei 180 Grad bei Umluft im Ofen. Die sind schöner. Die sind jetzt gerade eben fertig geworden. Für Suppen haben sie eine sehr gute Größe. Und weil ich es vergessen habe zuvor, die Brandeckrapfen waren genau 20 Minuten im Ofen, eben auch bei 180 Grad bei Umluft. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder beim Befüllen von den Brandteigkrapfen. Also ich beginne jetzt mit dem Befüllen. Ich zeige euch eins und dann wisst ihr schon, wie der Rest funktioniert im Großen und Ganzen. Also ich habe jetzt wieder etwas Neues zum Befüllen. Das spritze ich. Hua. Geben wir jetzt rein. Genau. So.
Jetzt ist es eben schön gefüllt. Dann oben den Deckel drauf. Und jetzt komme ich dann gleich mit einer Schokolade, die schmelzt sich gerade über dem Wasserbad. Die träufeln wir noch drüber. Und dann sind wir mit dem Brandteigkrapfen mit dem Süßen bereits schon fertig. So, und zum Schluss, jetzt wie gesagt, habe ich jetzt Schokolade eben geschmolzen über dem Wasserbad. Und verteilt es noch schön drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und das könnt ihr auch bereits so servieren. Ich wünsche euch guten Appetit.